Nach einer Weile rief Mr. Zetes sie herunter. Sie mussten in die Schule. Nach Frühstück war ihnen nicht zumute. Caitlin wäre am liebsten auch nicht in die Schule gegangen. Aber Mr. Zetes fragte sie nicht nach ihrer Meinung. Er brachte sie zum Auto und befahl dem Chauffeur, sie hinzufahren. »Oh Gott, ich habe mein Soziologiebuch vergessen«, sagte Caitlin, als sie schon fast auf der Straße waren. Der Fahrer stieß rückwärts in den Hof zurück. Kate rannte ins Haus, in dem Bewusstsein, dass im Auto 5 Leute auf sie warteten. Im Flur blieb sie wie angewurzelt stehen. Mr. Zetes Rottweiler kam auf sie zu. Die Krallen klapperten auf dem Fliesenboden. Ein schreckliches Bellen traf Caitlin mit voller Wucht. Caitlin hatte nie Angst vor Hunden gehabt. Doch das hier waren keine Hunde. Das waren sabbernde Monster, deren Gekläff im ganzen Raum widerhallte. Sie konnte die rosa-schwarzen Gaumen der beiden Tiere sehen. Verzweifelt guckte sie sich nach einer Waffe um, als sie Mr. Zetes entdeckte. Er stand in der kleinen Diele vor Josephs Zimmer. Das Merkwürdige war, dass Caitlin ihn nicht hatte kommen sehen. Sie war sich ganz sicher, dass er nicht da gewesen war, als sie das Haus betreten hatte. Sie hätte ja in dieser Richtung gesehen, weil von dort auch die Hunde gekommen waren. Was noch merkwürdiger war, sie hätte schwören können, dass dort weder eine Tür geöffnet oder geschlossen worden war. Die Tür zum vordersten Labor, genau hinter Mr. Zetes, war geschlossen. Das gleiche galt auch für die Glastüren zu seiner Linken, die in Josies Zimmer führten. Aber eine andere Tür gab es nicht. Zu Mr. Zetes Rechten war nur eine Wand. Er musste aus dem Labor gekommen sein. Kate sah, dass sich seine Lippen bewegten und die Rottweiler gaben Ruhe. Er nickte höflich zu und sah sie durchdringend an. »Ich habe mein Soziologiebuch vergessen«, sagte Caitlin unsicher. Ihr Puls raste und sie hatte das merkwürdige Gefühl, bei einer Lüge ertappt worden zu sein. »Ich verstehe, dann lauf nach oben und hol es«, sagte er. Er wartete, bis sie wieder da war und brachte sie zur Tür. Die Zeichnung kam, wie passend, in der Kunststunde. Caitlin hatte den ganzen Tag über Mr. Zetes nachgedacht und die interessante Erfahrung gemacht, dass man sich beim Mittagessen elend fühlen kann, obwohl Typen aus der Innenklicke der Schule nett zu einem sind. Mehrere Cheerleader und 3 oder 4 attraktive Jungs hatten sich zu ihm gesetzt, mit ihnen geplaudert, aber es half nichts. So sehr sich Caitlin auch bemühte zuzuhören, schweiften ihre Gedanken immer wieder zu Mr. Zetes ab. Wie er am Ende des Flurs gestanden hatte, wie ein Zauberer, der aus einem versiegelten Schrank aufgetaucht war. In der Kunststunde sollte Caitlin ein Bild für ihre Kunstmappe anfertigen. Mit dieser Mappe wollte sie sich nächstes Jahr am College bewerben. Aber sie konnte sich einfach nicht konzentrieren. Ihre eifrigen und kreativen Mitschüler verschwammen zu einer unscharfen Kulisse und einem undeutlichen Gemurmel. Zögernd schlug sie eine leere Seite in ihrem Skizzenbuch auf und nahm ihre Ölpastellkreide zur Hand. Sie mochte diese Farben, weil sie damit schnell, flüssig, kraftvoll und im wahrsten Sinne des Wortes frei arbeiten konnte. Die Pastellmalerei begann immer mit einer schnellen Skizze der wichtigsten Umrisse, die sie dann ins Detail ausarbeitete. Doch diesmal brauchte sie keine Skizze. Denn ihre Hand fertigte die andere Art von Bild an, über die sie keine Kontrolle hatte. Sie sah zu, wie sie winzige, kaminrote Striche in ein Viereck malte. Ein großes Viereck. Rund um dieses Viereck folgten Striche in Kassler und Sepiabraun. Die Brauntöne fügten sich nach und nach zu einem schimmernden Muster zusammen, mit Wirbeln und Linien, wie in einer Holzmaserung. Kates Hand verweilte kurz über der Schachtel mit den Ölkreiden. Welche Farbe kam nun? Nach einem Moment wählte sie schwarz. In das Viereck kamen nur dicht gedrängte schwarze Striche, die eine Form ergaben. Eine menschliche Silhouette mit breiten Schultern. Linien, die gerade nach unten wiesen, fügten sich zu einem Mantel zusammen. Ein Mann im Mantel. Caitlin lehnte sich zurück und betrachtete das Bild. Sie erkannte es wieder. Es war eines der Bilder, das ihr gestern auch in der Flut von Vision erschienen war. Jemand stand in einer Tür. Nun sah sie das ganze Bild. Ein Mann im Mantel vor einer offenen Tür. Der rötliche Schein in der Türöffnung vermittelte den Eindruck,
dass der Mann von einem Kraftfeld umgeben war. Rund um die Tür war Holz, eine Holzvertäfelung. Die Wand gegenüber von Josephs Zimmertür war mit Holz verkleidet. Sehr, sehr gute Technik, hörte sie die Stimme der Lehrerin über sich. Brauchst du ein bisschen Fixierspray? Caitlin schüttelte den Kopf und die Lehrerin ging weiter. Der Chauffeur holte sie aus der Schule ab. Josie sei noch im Krankenhaus, erzählte ihm Mr. Zetes, als sie nach Hause kam. Marisol sei noch immer bewusstlos. An diesem Tag würden keine Tests durchgeführt werden. Caitlin wartete, bis alle oben waren und rief dann die anderen zusammen. Wir müssen reden, im Arbeitszimmer, sagte sie. Anna, Louis und Rob kamen sofort. Gabriel bequemte sich erst, als er ein zweites Mal den Kopf durch die Tür gesteckt hatte und ihm Beine gemacht hatte. Als alle da waren, schloss sie die Tür und machte den Fernseher an. Dann zeigte sie ihm das Bild und erzählte, was am Morgen geschehen war. Also glaubst du eher, dass da in Wirklichkeit eine Tür ist? Fragte Louis. Aber was hat das alles zu bedeuten? Ich meine, na und? Caitlin sah Rob an, der ein nachdenkliches Gesicht machte. Da ist noch mehr, sagte sie und erzählte Anna und Louis, was sie Rob und Gabriel bereits am Vorabend berichtet hatte. Alles, von Marisols Warnung bis hin zu den anderen merkwürdigen Dingen, die geschehen waren. Als sie fertig waren, folgte eine lange Pause. Es war nur ein Musikvideo zu hören. Anna, der ihr langer geflochtener Zopf bis in den Schoß fiel, hielt den Kopf leicht geneigt. Sie war mit ihren Gedanken weit weg und wirkte traurig. Louis kratzte sich an der Nase und runzelte die Stirn. Rob saß da, gespannt wie eine Feder. Seine Hände lagen zu Fäusten geballt auf seinen Knien. Caitlin klammerte sich mit beiden Händen an ihr Skizzenbuch. Gabriel hatte sich auf der Couch gemütlich gemacht und ließ ein Bein über die Armlehne baumeln. Er spielte mit einer Münze, schnippte sie in die Luft und fing sie wieder auf. Er wirkte völlig unbeteiligt. Schließlich ergriff Anna das Wort. Da stimmt etwas nicht. Eines dieser Ereignisse, zum Beispiel Marisols Warnung oder auch das kalte Ding auf deiner Stirn, ließe sich vielleicht noch erklären. Aber wenn man alles zusammennimmt, dann stimmt hier etwas nicht, ergänzte Rob. Genau, sagte Anna. Louis' Gesicht hellte sich auf. Aber wenn ihr glaubt, dass dort eine Geheimtür ist, warum schauen wir nicht einfach nach? Das geht nicht, sagte Anna. Mr. Zetes ist im Wohnzimmer und mit ihm die Hunde. Irgendwann muss er ja gehen, sagte Rob. Hört mal, sagte Louis. Glaubt ihr wirklich, dass das Institut etwas Böses im Schilde führt? Glaubt ihr das wirklich? Der Gedanke schien ihm geradezu körperliche Schmerzen zu bereiten. Du hast doch gesagt, die Idee, die dahinter steckt, wäre toll, sagte er zu Rob. Gabriel schnaubte höhnisch. Rob ignorierte ihn. Die Idee gefällt mir auch, sagte er. Aber die Wirklichkeit... Ich weiß nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Kate auch. Alle blickten jetzt Kate an. Sie zögerte. Ich kenne mich nicht besonders gut aus mit solchen Vorahnungen, sagte sie schließlich. Den Blick auf das Bild mit der Tür geheftet. Ich weiß nicht einmal, ob ich meiner Zeichnung vertrauen kann. Aber bei diesem Bild hätten wir immerhin die Möglichkeit, es herauszufinden. Sie brauchten eine halbe Stunde, um den Einbruch zu planen. Eigentlich dauerte es nur 5 Minuten. Die restlichen 25 verbrachten sie damit, Gabriel zur Mithilfe zu überreden. Nein, danke, ohne mich, sagte er. Du musst ja gar nicht reingehen, sagte Caitlin, der es zunehmend schwer fiel, sich zu beherrschen. Du könntest nur hier im Erker sitzen und aufpassen, ob ein Auto vorfährt. Gabriel schüttelte den Kopf. Anna versuchte es mit Vernunft, Louis mit Bestechung. Nichts funktionierte. Schließlich stand Rob auf mit einem Aufruf der Empörung und ging zur Tür. Hört doch auf, euch mit ihm abzugeben. Der hat nur Schiss. Komm, wir kommen auch ohne ihn klar. Gabriels Augen wurden hart. Schiss? Rob machte sich nicht einmal die Mühe, ihn anzusehen. Genau. Gabriel stand auf. Sag das nochmal. Diesmal drehte sich Rob um. Sie standen Angesicht zu Angesicht und starrten einander hasserfüllt an. Caitlin wagte kaum zu atmen. Die beiden waren so unterschiedlich, so gegensätzlich. Rob bestand aus goldener, strahlender Energie. Seine Locken waren zerzaust, seine Augen leuchtend. Gabriel dagegen war noch blasser als gewöhnlich.
Das rabenschwarze Haar glänzte. Seine Augen blicken unergründlich und kalt. Wie die Sonne und ein schwarzes Loch. Seite an Seite, dachte Kate. In diesem Moment prägte sich das Bild in ihrem Inneren ein. Ein Bild, das sie niemals zeichnen würde. Es wäre einfach zu schrecklich. Wieder hatte sie Angst um Rob. Sie wusste, was Gabriel tun würde. Mit oder ohne Messer. Wenn sich Rob auf einen Kampf einließe. Ich gehe jetzt runter, sagte sie hastig. Ich frage Mr. Zetis, ob wir uns eine Pizza bestellen dürfen. Die anderen sahen sie erstaunt an. Nur Anna schien zu verstehen, was sie vorhatte. Das ist eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass hier jemand Lust hat, zu kochen, sagte sie, stand auf und zupfte Rob am Ellbogen. Louis stupste sie mit dem Fuß an. Wegen mir gern, sagte Louis und setzte sich seine Baseballmütze falsch herum auf. Er sah noch immer Gabriel an. Zu Kates größter Erleichterung ließ sich die beiden Streithände trennen. Rob gab Anna sanften Druck nach. Kate entsorgte dafür, dass er auch wirklich aus dem Zimmer ging. Nun war nur noch Gabriel da. Er hatte den Mund zu einem zynischen Grinsen verzogen. Du kannst es noch herauszögern, aber irgendwann wird es passieren, sagte er. Ehe Caitlin trotzig zurückfragen konnte, was denn passieren würde, fügte er hinzu. Ich halte hier nach Autos Ausschau, aber das ist auch alles. Ich werde für euch nicht den Hals riskieren, damit das klar ist. Falls etwas schief geht, seid ihr auf euch allein gestellt. Caitlin zuckte mit den Schultern. Ich war schon immer auf mich alleine gestellt, sagte sie, und ging nach unten, um Pizza zu bestellen. Mr. Zetis verließ erst um 11 das Haus. Die fünf verzichteten darauf, ihm nach dem Abendessen im Wohnzimmer Gesellschaft zu leisten, aus Angst, dass sich jemand verplappern könnte. Deshalb saßen sie im Arbeitszimmer und taten so, als machten sie Hausaufgaben. Doch alle lauschten nur auf ein Anzeichen, dass Mr. Zetis das Haus verließ. Bevor er ging, rief er sie zur Treppe und teilte ihr mit, dass Josie mit Sicherheit bald wieder da sein werde. Ihr seid nicht allein. Ich lasse euch Prinz und Baron hier, sagte er. Caitlin musterte sein Gesicht und fragte sich, ob er den Verdacht hätte, dass sie einen Verdacht hatten. Waren seine dunklen Augen böse oder nur wachsam? Lag auf seinen Lippen der Anflug eines düsteren Lächelns oder bildete sie sich das nur ein? Er kann eigentlich gar nichts wissen, dachte sie. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Schauspielkünsten antwortete Kate, oh, vielen Dank, Mr. Zetis. Als sich die Haustür hinter ihm schloss, wechselten Kate und Anna einen hilflosen Blick. Prinz und Baron, sagte Kate. Anna seufzte und fingerte am Zipfel ihres schwarzen Zopfes. Bei jedem anderen hätte Kate das als nervöse Geste gedeutet. Ich weiß nicht. Ich versuche es, aber so leicht lassen sie sich bestimmt nicht beeinflussen. Dann mal los, sagte Gabriel knapp. Du versteckst dich einfach. Ich meine, du stehst im Dunkeln Wache. Caitlin packte ihn am Handgelenk und zog ihn ein oder zwei Stufen die Treppe hinunter. So sehr sie Rob mochte, manchmal hätte sie ihm am liebsten eine geklatscht. Gabriel setzte seine undurchschaubare Miene auf und zog sich in das dunkle Arbeitszimmer zurück. Du zuerst, Anna, sagte Caitlin. Anna ging die Treppe hinunter, so langsam und anmutig, dass man meinte, sie schwebte. Rob und Kate folgten ihr, Louis bildete die Nachhut. Vorsichtig, ruhig, sagte Anna, als sie von unten auf sie zukam. Irgendwo hinter der Treppe ertönte ein tiefes Knurren. Das ist Prinz, sagte Anna. Der Hund lag in der Diele mit der Wandtäfelung. Baron befand sich im unbeleuchteten Wohnzimmer, in dem sein schwarzes Fell fast gar nicht zu sehen war. Beide beäugten Anna aufmerksam. Ruhig, flüsterte Anna. Sie stand absolut unbeweglich da, sah Baron an und hob die Hand in Richtung Prinz. So, wie wenn man jemanden bedeutet, zu warten. Das Knurren verstummte. Annas erhobene Hand schloss sich langsam, als hielte sie etwas gefangen. Sie drehte sich um. Bedächtig, ohne Hast und sah Prinz ins Gesicht. Pass auf, rief Rob und machte einen Satz nach vorn. Völlig geräuschlos, mit gebleckten Zehen und aufgestellten Nackenhaar, ging nun der Rottweiler aus dem Wohnzimmer auf Anna zu.